Seinen ersten großen Auftritt hat der Mondeo bereits mit Bravour gemeistert, als Agentenmobil im letzten Bonn-Streifen Casino Royale nämlich. Nun kommt der Neue aus dem Hause Ford auch auf Deutschlands Straßen und soll Normalsterblichen das Fahrerdasein verschönern. Am 16. Juni startet sein Verkauf als Viertürer, Fünftürer und Turnier. Die bisherigen Mondeo-Generationen sind weltweit rund 4 Millionen Mal verkauft worden und das soll so erfolgreich weitergehen. Daher wurde der komplett neu entworfene Mondeo in der neuen Ford-Formensprache Kinetic Design gestylt. Ergebnis: Das Langweiler-Image ist passé. Auffälligstes Merkmal ist die völlig überarbeitete Frontpartie. Zwei Kühlergrille sowie die beiden Hauptscheinwerfer unterstreichen den emotionalen und gleichzeitig dynamischen Ansatz. Die im Stoßfänger angebrachten Nebelscheinwerfer demonstrieren Sportlichkeit. Weit ausgestellte Radläufe, eine steil ansteigende Gürtellinie und das kantige Heck tragen ebenfalls zum kraftvollen Auftritt bei. Im Innenraum fällt sofort die neu gestaltete Mittelkonsole mit Aluverkleidung auf. Aber auch die Anzeigen und höherwertigen Materialien können punkten. Die Ausstattung ist schon in der Basisversion sehr gut. Von ESP bis Klimaanlage und von Fensterhebern bis Zentralverriegelung sind die wichtigsten Details serienmäßig an Bord. Auch hinten ist viel Platz. Kein Wunder ist doch der Mondeo um 47 mm in der Länge auf 4,78 m angewachsen. Der Kofferraum lässt sich beim Turnier sogar bis auf 1745 Liter erweitern. Zur Markteinführung werden 4 Benzin- und 3 Dieselmotoren angeboten, die zwischen 100 und 220 PS leisten. Der Partikelfilter ist selbstverständlich Serie. Die Preise des neuen Mondeo beginnen bei 21.990 Euro für die Fließheck-Variante mit 110 PS. Die Limousine kostet mindestens 25.775 Euro. Der Turnier startet ab 22.500 Euro.